Podcasts sind in der Wissenschaftskommunikation bereits ein beliebtes Mittel der Vermittlung geworden. Jedoch stammen die meisten Formate aus den Naturwissenschaften. Es gibt auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein paar Formate und diese sind auch durchaus erfolgreich, aber es gibt eben wesentlich weniger. Über dieses Ungleichgewicht hat sich unser nächster Referent ein paar Gedanken gemacht, die er uns in seinem Talk Feuilleton von unten, das neue Berlin, darlegen wird. Er hat Soziologie in Dresden und Berlin studiert und arbeitet mittlerweile am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Seit einem Jahr podcastet er zusammen mit Leo Schwarz in seinem Podcast Das neue Berlin, in dem sie miteinander oder mit Gästen über Themen aus den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften sprechen. Ein herzliches Willkommen für Jan Wetzel. Herzlichen Dank fürs Kommen. Als ich gerade hergekommen bin, haben die Kirchenglocken geläutet. Da habe ich gedacht, in Köln sind ja sehr viele Leute sehr katholisch. So erkläre ich mir das jetzt mal, dass viele noch im Gottesdienst sitzen, wie sich das gehört. Genau, ich möchte heute über ein Feuilleton sprechen, was wir irgendwie ins Podcast holen wollen, ein Feuilleton von unten. Wie sich das gehört, habe ich deswegen ein Zitat am Anfang mitgebracht. Das so lautet: Die von berufsmäßigen Produzenten geformten populären Vorstellungsbilder beeinflussen die Meinung deshalb so stark, weil das Publikum ja all die Leute, über die es gern reden oder denen es gleichen möchte, meist nicht persönlich kennt und auch gar nicht kennen kann. Selbst wenn dann der Einzelne einmal den Menschen aus Fleisch und Blut, die sich hinter diesen Klischees verbergen, persönlich begegnet, so trüben ihm häufig frühere, stark gefühlsgebundene Eindrücke den Blick für die Wirklichkeit. Das klingt nach sozialen Medien. Wir haben diese Diskussion jetzt seit einigen Jahren. Tatsächlich ist aber die Rede von Radio, Kino, Fernsehen, Sonntagszeitungen und Fünf-Groschen-Romanen. An den Fünf-Groschen-Romanen merkt man schon, dass das nicht so neu ist. Das ist von Charles Wright Mills. Menschen im Büro von 1951. In dem Buch beschäftigt er sich mit der Mittelschicht, der amerikanischen Mittelschicht der 40er Jahre. Warum habe ich das mitgebracht? Weil ich glaube, dass das Feuilleton immer ein Versuch war, das wäre so mein Verständnis, gegen diese Klischees, die offenbar nicht nur soziale Medien produzieren, sondern Medien überhaupt, gegen diese Klischees zu arbeiten. Und zwar in demselben Raum, in demselben diskursiven Raum, eben in den Massenmedien, in denen diese Klischees mit produziert werden. Das ist deswegen so wichtig, weil, das kann man bei dem Buch noch nachlesen, Wright ist da natürlich sehr schwarzmalerisch, aber diese Klischees natürlich schwierige Folgen haben. Also er beschreibt diese Mittelschicht schon damals, das klingt eigentlich alles so ein bisschen postpolitisch wie heute, als eben völlig illusionslos, als unpolitisch, keine Vorstellung von der Vergangenheit, kein Bild für die Zukunft und dadurch eben so einfach manipulierbar durch diese Massenmedien. Was kann man jetzt machen, um gegen diese Klischees was zu tun und was wird auch im Feuilleton und natürlich in der Soziologie gemacht, denn Mills, das muss man dazu sagen, war Soziologe. Was er macht in diesem hübschen Buch, ist Gesellschaft zu messen. Das kennt man mit Umfragen, dass man halt sagt, man macht sich nicht nur irgendwelche Bilder, sondern macht sich begründete Bilder, die unabhängig vom subjektiven Eindruck oder irgendwelchen professionellen Agenten von professionellen Meinungsmachern ja irgendwie objektiv sind. Man kann außerdem Individuen sichtbar machen, das ist so ein bisschen das Gegenprogramm. Das ist eigentlich so der klassische Raum, in dem der Roman früher stattgefunden hat. Also das heißt, sich nicht auf große Zusammenhänge oder vermeintliche Klischees, nationale Klischees oder Geschlechterklischees oder was auch immer zu beschränken, sondern eben individuelle Geschichten zu erzählen und dadurch Individuen, Menschen in ihrer gesamten Vielfalt sichtbar zu machen. Also auch das kann man machen, um was gegen die Klischees zu tun, mit denen man eben konfrontiert ist in so einer komplexen Gesellschaft. Oder man kann über Gesellschaft nachdenken. Auch das natürlich eine alte Übung aller möglichen Disziplinen, am ältesten sicherlich der Philosophie, die noch nicht so viel sich über Individuen und messbare soziale Fakten Gedanken gemacht hat. Aber sie hat auf jeden Fall schon über Gesellschaft nachgedacht und seitdem tun das eben ganz, ganz, ganz viele verschiedene Disziplinen.
Ich würde sagen, alle drei Elemente kommen in so einer bestimmten Mischung, die mal so aussehen kann und mal so, eben im Feuilleton. Dort allerdings verbunden mit eben einem politischen Appell. Das heißt eben nicht allein soziologisch zu sagen, okay, wir messen Gesellschaft oder wir denken über Gesellschaft nach, bilden uns Theorien, aber auch nicht so, wie das vielleicht ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin tun würde, dass sie nur Geschichten erzählt, sondern es ist eben nochmal eine eigene Form über Gesellschaft nachzudenken, wie sie auch natürlich in der Kunst und in der Kultur ist, aber im Feuilleton eben mit diesem Impetus, dass es hier um eine Öffentlichkeit, eine massenmediale Öffentlichkeit geht und dass sie irgendwie auch immer einen gesellschaftspolitischen Appell doch mit hat, der sich nicht auf rein künstlerische Fragen oder rein wissenschaftliche Fragen reduzieren lassen will. Dass es da um Klischees geht, um auch einen Kampf gegen Klischees. Das zeigt eigentlich so mit die Geburtsstunde der Intellektuellen. Die Geschichte ist vielleicht dem einen oder der anderen bekannt. Wir haben hier Jacques, den berühmten Artikel von Émile Zola. Da ging es um den Dreyfus, die Dreyfus-Affäre in Frankreich der 1890er Jahre, in der ein Offizier der französischen Armee im Zuge eines Spionageskandals verurteilt wurde. Der hatte deutsche Vorfahren, kam aus dem Elsass und das war das Hauptproblem, war Jude. Und da in der Zeit viel Antisemitismus oder der Antisemitismus sehr hoch kam in Frankreich, wurde quasi an ihm ein Exempel statuiert, obwohl eigentlich klar war, dass er eben nicht dieser Spion sein konnte. Und das hat quasi einen großen Skandal produziert. Lange hat sich nur die Familie darum gekümmert, gegen diesen Justizskandal zu kämpfen. Und dann kamen die Intellektuellen. Und am berühmtesten eben hier Émile Zola, der mit diesem Jacques einen ganz wichtigen Artikel geschrieben hat, in dem er eben, ihr seht es ganz groß, fett auf die Zeitung geschrieben haben, ich klage an eben den Präsident der Republik und dann kommt, das habe ich jetzt hier abgeschnitten, das ist jetzt ungefähr dreimal so hoch, dann kommt ein langer Artikel mit Anschuldigungen, Widerlegungen der Schuld dieses Offiziers Dreyfus. Zola musste damals war das noch so, da musste man dann das Land verlassen. Und das hat das erste Mal wirklich über die Massenmedien so wirklich so einen großen Skandal mit sich gebracht, der da die Grundfesten im Prinzip des Landes erschüttert hat. Kann man sich heute nicht mehr so vorstellen, dass so ein Schriftsteller so eine große Anklage schreibt, also zumindest hier in unseren Breiten nicht, eine Anklage schreibt und dann damit solche politischen Effekte ja, erzeugt. Heute haben wir eher eine Situation, die so ein bisschen daran erinnert, was Mills geschrieben hat. Die sozialen Medien waren ja mal so die Hoffnung, dass sich jetzt jeder äußern kann, jeder vielleicht so ein bisschen sich auch politisch äußert, jeder vielleicht sogar sein kleines Feuilleton macht. Wenn man sich die sozialen Medien anguckt, dann ist das nicht so richtig passiert. Blogs sind irgendwie vorbei, auf Facebook schreibt auch fast niemand mehr was. Instagram ist zurzeit vielleicht auch gerade so groß, wenn man da eben nicht so viel schreiben muss. Und den Zeitungen, in denen, das ist ja hier offensichtlich auch eine Zeitung, in der auch die Sozialwissenschaften, aus denen ich ja auch komme, naja, so eine Art Heimat hatten, auch eine öffentliche Bühne zu haben, diesen Zeitungen geht es natürlich, wie wir auch alle wissen, nicht so gut und damit fehlt irgendwie, glaube ich, so ein bestimmter Ort des Austauschs über gesellschaftspolitische Themen. Dass es diese Orte gibt, sage ich gleich schon dazu. Ja, ist eine kleine Auswahl von meistens Vierteljahreszeitschriften, die man lesen kann, in denen diese Debatte absolut stattfindet und ich glaube, wir sind ja in Deutschland auch immer noch relativ verwöhnt. Also wir haben ja den Leviathan, den Merkur, die Blätter für deutsche und internationale Politik. Aus Politik und Zeitgeschichte, das sind sicherlich nicht alle, aber ich würde sagen, das sind somit die besten. Und da hat man durchaus eine sehr
hochqualitative, eine sehr komplexe Debatte über aktuelle Themen. Und zwar aus allen Bereichen des Lebens, nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt, aus verschiedenen Perspektiven. Also eine wirkliche Debatte, wie man sich das für eine Demokratie irgendwie auch wünscht. Jetzt ist, mit Ausnahme von aus Politik und Zeitgeschichte, das aber eben alles nicht kostenlos. Auch natürlich irgendwie in einem bestimmten intellektuellen Kosmos, in dem sich das bewegt. Und natürlich sind das dort Aufsätze, ne? Das sind halt keine Feuilleton-Artikel, das sind eben, also die sind schon pointiert, das sind keine wissenschaftlichen Aufsätze, aber eben doch nicht so einfach zu lesen. Ansonsten, wo das, finde ich, noch stattfindet, ist halt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da ist natürlich der Deutschlandfunk, wenn man solche Debatte haben möchte, ein guter Ort. Ansonsten auch in den dritten Programmen. Aber da, auch das kennt man dann aus den klassischen Medien, fehlt natürlich die Zeit. Also da kann man eben nicht, das kennen wir alle als Podcaster sehr gut, kann man eben nicht anderthalb Stunden mal sprechen oder auch länger, sondern da müssen es halt dann 5 oder 10 Minuten sein. Und aus der Situation heraus, das ist vielleicht so der erste Teil, die Vorrede, machen wir eben seit einem guten Jahr das Neue Berlin. Ist noch, würde ich sagen, im Werden. Wie gesagt, ein gutes Jahr jetzt. Wir haben jetzt 26 Folgen, glaube ich, oder so. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Am Anfang fing das eigentlich so ganz klassisch an. Ich und Leo Schwarz, mit dem ich das mache, unterhalten uns über Themen. Das wird dann ziemlich schnell irgendwie auch ziemlich langweilig, weil man dann doch merkt, man kennt sich halt bei den Themen aus, die man kennt. Und das sind dann doch nicht so viele, sodass man dann immer über dasselbe redet. Dann war die Überlegung so, einen losen Kreis zu etablieren. Das ist schwierig, da Leute zu finden. Dann haben wir mehr aus dem Freundeskreis Leute, die ihre Dissertationen zum Beispiel vorgestellt haben, eingeladen. Und jetzt seit ein paar Sendungen geht es, glaube ich, in eine Richtung, die uns auch freut, in der wir tatsächlich aus der Wissenschaft und zum Beispiel, wenn ich hier nochmal zurückgehe, aus Zeitschriften, wo wir sagen, das ist ein super Artikel, wo meinetwegen einfach aktuelle Phänomene mal eingeordnet werden und zwar wirklich eingeordnet, gedeutet werden in einer Tiefe und einer Komplexität, die es in den klassischen Medien einfach wirklich nicht gibt, wo wir das einfach vermissen, das hörbar zu machen und zu sagen, wir rufen zum Beispiel eine Autorin, die da was Gutes geschrieben hat, an, sagen, wollen wir mal ein Stündchen sprechen und dann machen wir das. Wenn ich jetzt mal hier auf die Seite gehe, das geht jetzt, dann sieht man zum Beispiel die letzten Sendungen. Wir haben, das war gerade erst letzte Woche mit Michael Bohmeier gesprochen, den kennt ihr vielleicht, weil er Mein Grundeinkommen gegründet hat, diesen Verein, der so auf Spendenbasis Grundeinkommen sammelt und dann Menschen da ein Jahr lang auszahlt, der auch gerade ein Buch darüber geschrieben hat. Mit dem haben wir quasi über Grundeinkommen gesprochen. Und zwar eben nicht nur auf dieses Jahr arbeiten dann die Leute nicht, sondern im Prinzip über Sozialstaat und was das für Sozialstaatsfragen bedeutet. Wir haben davor mit einer Professorin gesprochen aus Bremen, die so einen Studiengang über angewandte Philosophie gestartet hat und sprechen dort eben über den Sinn von Philosophie, wie das heute überhaupt noch funktioniert, wie das in der Uni funktioniert, über solche Fragen. Rainer Mühlhoff, ein junger Wissenschaftler von der FU Berlin, der sich mit User Experience Design beschäftigt und da ja über digitale Entmündigung quasi schreibt und sich fragt, wie durch diese Interfaces man eben auch entmündigt wird. Das ist jetzt so am Anfang, würde ich sagen, so nach und nach unser Portfolio und jetzt gucken wir mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Genau. Zum Programm. Ich habe gerade schon so ein paar Beispiele mit genannt. So ein paar Reflexionen vielleicht schon mal dazu. Man merkt, glaube ich, so ein bisschen, dass man nicht ganz unironisch das machen kann. Der Titel hat so was Ironisches. Ich glaube, wir kommunizieren da auch ein bisschen ironisch, was natürlich schon erstmal die Frage ist, kann man denn einfach so eine Feuilleton irgendwie machen? Weil wenn man darüber nachdenkt, wie das früher gelaufen ist, dann ist natürlich mit dem Feuilleton, wie man es klassischerweise kennt, vor allem natürlich auch ein Raum weggefallen, in dem, das ist dann einfach so, eben die alten weißen Männer sich anmaßen wollten, jetzt die Welt zu erklären und auch geglaubt haben und das natürlich auch durch die
durch die Zeitung gesichert wurde, dass sie das tun. Jetzt machen wir das irgendwie auch, aber vielleicht eben nicht ganz unironisch. Wir wissen noch nicht genau, wie man das am besten trotzdem macht. Ich glaube, am besten übers Gespräch und über den Versuch, das eben weiterzuentwickeln, Formate auszuprobieren. Aber das ist, würde ich sagen, durchaus ein Weg, gerade deswegen, weil wir natürlich viele Debatten darüber haben, die das eigentlich eher anzweifeln, dass man quasi über das Allgemeine, sage ich jetzt mal, über die Gesellschaft überhaupt sinnvollerweise reden kann. Wir haben zurzeit eher viele Diskurse, die sehr betonen eben die individuelle Perspektive oder Ungleichheitsperspektiven, sodass das natürlich durchaus zweifelhaft ist, wie gut so ein Gespräch über das Allgemeine überhaupt stattfinden kann. Und da müssen wir uns eben glaube ich, neue Formen suchen. Und so ist, glaube ich, auch eben unser Programm zu verstehen. Das schließt insbesondere, wo wir auch durchaus ein Problem sehen, was wir so ein bisschen mitschließen wollen, ein, was die Quote angeht, weil wir natürlich über den Freundeskreis auch erstmal gemerkt haben, dass es dann schwieriger ist, mit Frauen zu sprechen, weil da einfach die Strukturen wirken. Wir haben jetzt überlegt, tatsächlich eine Quote einzuführen, allein deswegen, weil man, glaube ich, relativ wenig mit zum Beispiel Staatswissenschaftlerinnen oder Verwaltungswissenschaftlerinnen oder Medievistinnen spricht. Ich glaube, dass das eine gute Strategie sein kann, quasi nicht über die Diskriminierungsfragen, sondern einfach quasi über die Themen, einfach zu sagen, wenn wir was irgendwie zur Verfassungsgeschichte des 19. Jahrhunderts wissen wollen, dann muss man da eine Frau dazu einladen. Genau, also wir werden da, glaube ich, jetzt tatsächlich eine Quote einführen, weil ansonsten funktioniert es auch in der Podcast-Welt nicht. Eine andere Beobachtung ist das Verhältnis zum Wissen, was sich so ändert. Also das heißt, sowohl zu dem naja, öffentlichen Wissen als auch natürlich zu dem wissenschaftlichen Wissen, weil wir verstehen uns natürlich schon so ein bisschen als sozialwissenschaftliches Feuilleton, was eben irgendwie eine ganz andere Qualität plötzlich gewinnt. Also das heißt, das Wissen wird irgendwie so lose, es löst sich natürlich vom Text, man kann irgendwie Geschichten hinter dem Text erzählen oder auch gerade mit diesen Autorinnen vielleicht auch ein bestimmtes Verhältnis zum Text. Das heißt, man kriegt irgendwie nochmal ein ganz neues Gefühl, sodass ich das auch quasi nur empfehlen kann, auch quasi diese akademische Welt stärker zusammenzubringen mit der Podcast-Welt. Eine ganz andere tolle Sache ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennen, das ist aus Blade Runner, ein Hologramm von Elvis. Ich habe leider nicht genau herausgefunden, ob es das jetzt tatsächlich schon gibt. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es das schon gibt, aber habe es nicht herausgefunden. Bei Blade Runner gab es das auf jeden Fall. Das heißt, da durch die digitalen Mittel kann man die Toten quasi wieder sehen. In der digitalen Welt geht das natürlich auch sehr gut. Also wir haben zum Beispiel eine Sendung gemacht, die wir dann auch tatsächlich so genannt haben, im Gespräch mit diesem alten Herrn, Theodor W. Adorno, der ja Gott sei Dank schon seit den 20er Jahren, als es Radio erst wenige Jahre gab, aber dann noch in der Nachkriegszeit hunderte Radiosendungen gemacht hat. Also das heißt, der war da richtig vorne mit dabei, auch seine Soziologie, die natürlich nicht ganz so einfach ist, unter die Massen zu bringen. Und einiges davon ist eben auch noch abrufbar und auch unter YouTube zu finden. Wir haben eine Sendung gemacht, in der wir gesagt haben, wir können uns auch ins Gespräch mit Adorno begeben und haben dann quasi nicht diese manchmal ja etwas schrecklichen Texte, sondern nehmen uns sozusagen O-Töne und Antworten darauf und wie gesagt, kommen so ein bisschen ins Gespräch mit den Toten, könnte man sagen, ins Gespräch mit alten Autorinnen und im Regelfall natürlich Autoren. Das ist, finde ich, auch eine hervorragende Methode, wie man quasi nochmal ein anderes Verhältnis zum soziologischen Wissen gewinnen kann. Das Problem ist an der Hochschule, aber das ist mehr eine These, das muss man, glaube ich, auch diskutieren. Das hat uns Dagmar Borchers, diese Professorin aus Bremen, erzählt. Wenn sie im Seminar sitzt und dann fragt, wer hat denn
habt ihr schön die Texte gelesen, wer hat dann mal auf YouTube geguckt, ob da auch was eben zu diesem Autor zu finden war, dann meldet sich im Prinzip niemand. Also das heißt, es scheint so eine absolute Absonderung vom akademischen Seminar und vom Internet, sage ich jetzt mal so, zu geben, sodass auch niemand auf die Idee kommt, zum Beispiel in einem Adorno-Seminar einfach mal auf YouTube nach Adorno zu gucken oder vielleicht sogar sich mit Adorno zu unterhalten. Also da gibt es, glaube ich, noch viel zu nachzuholen, zumal die Debatte ja schon stattfindet, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, das ist dann, wenn quasi ja, so kleine Faschos dann in den YouTube-Kommentaren sich über Adorno und Existenzialismus und Sozialismus und Kommunismus unterhalten. Also ich sag mal so, die Debatte findet schon statt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man über und mit Adorno besser diskutieren kann als in YouTube-Kommentaren. Dann abschließend noch so ein paar Gedanken, was jetzt, also auch Erfahrungen mit den Menschen, die wir gesprochen haben. Einmal zieht sich doch noch ziemlich krass durch, da war ich auch ein bisschen überrascht, vielleicht auch ein bisschen naiv, dass doch noch relativ basic im Verständnis der Menschen ist, wer soll das anhören. Also das sagen irgendwie auch alle. Plus, und das kommt dann je nachdem, in welcher Position die Personen sind, das Gefühl, ich darf nichts sagen oder ich sollte nichts sagen, das könnte noch irgendwie vielleicht schlecht werden für mich, wenn ich da was Falsches sage. Und diese sozusagen so ein bisschen Überflüssigkeit, dass niemand so genau weiß, was bringt das eigentlich, das zieht sich bei allen durch. Egal, mit wem wir gesprochen haben. Je nachdem, was aber der Hintergrund ist, haben wir dann verschiedene Erfahrungen gemacht. Wir haben einmal, deswegen habe ich es auch Angst genannt, das erlebt gerade bei Leuten, die in ihrer akademischen Qualifizierungsphase sind und vielleicht, da gibt es ja auch Unterschiede, aber ein bestimmtes Selbstbewusstsein da noch nicht haben. Wir hatten Fälle, wo Leute gesagt haben, bitte verlinkt mich nicht, schreibt nur meinen Vornamen hin, ich will damit nicht per Google gefunden werden, weil wenn ich jetzt mich für die nächste Stelle bewerbe, weiß ich ja noch nicht genau, wenn dann eben ja, Personalverantwortlicher XY da meinen Namen googelt, was ich jetzt vielleicht hier jetzt sage, dass da mal dann gegen mich verwendet werden kann. Also solche Fälle hatten wir, manche vielleicht aus einem allgemeinen Datenschutzinteresse, zum Teil hatte ich aber schon das Gefühl, auch ohne, also man vertieft das glaube ich jetzt, also wir haben das nie vertieft, haben wir gesagt, alles okay, uns ist das ja auch relativ egal. Genau, in dem akademischen Kontext glaube ich auch nochmal speziell, weil da eben die Machtlogiken dieses Wissensapparates doch wirken. Bei anderen Leuten, wie gesagt, wiederum gar nicht. Wir hatten einen Mathematiker, der war, finde ich, der allercoolste. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass es da einen Unterschied zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, Mathematik gibt, dass da vielleicht diese Unterwürfigkeitslogiken nicht so hart funktionieren und die Leute, weil sie vielleicht auch da sowieso, also nicht so die Berührungsangst haben, keine Ahnung, aber da muss man das, glaube ich, beobachten und drüber nachdenken, wie stark das vor allem wahrscheinlich in Deutschland wirkt. Wie gesagt, in unterschiedlichen Abstufungen, bei den Leuten, die sich darauf eingelassen haben, auch natürlich gerade mit den Professorinnen oder jetzt mit Michael Bohmeier, da ist dann durchaus, und das kann sicherlich auch die meisten hier bestätigen, dann aber doch so ein Befreiungsgefühl da. Also das heißt, gerade mit den Leuten, die Interviews schon oft gemacht haben, die haben eben tatsächlich dann immer gesagt, großartig, dass das geht, hier mal anderthalb Stunden sich irgendwie über ein Thema zu unterhalten. Normalerweise überlegt man eben immer, was man genauer sagt, wenn man weiß, okay, 3 Minuten habe ich jetzt und da bin ich noch beschenkt mit diesen 3 Minuten in den Massenmedien. Da ist irgendwie eine ganz merkwürdige Befreiungsgefühl da auch im Gespräch. Und wir haben eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass irgendein Gespräch wirklich schief gegangen ist. Also man muss sich erst warm reden, auch mit Leuten, die halt gar keine Erfahrung haben. Aber meistens ging es dann irgendwie auch. Und zum Teil, also da sind wir dann selber überrascht, der Michael Bohmeier, also sein Projekt ist ja sehr erfolgreich. Der hat gemeint, er hat jetzt die letzten Jahre 2000 Interviews gegeben. Und in unserem Gespräch waren aber trotzdem
neue Sachen dabei, die ihn zum Teil auch so ein bisschen aus der Reserve locken mussten, trotz dieser Erfahrung. Jetzt glaube ich nicht, dass das daran liegt, dass wir irgendwie besonders schlau sind und besonders gute Fragen stellen. Ich glaube, es liegt wirklich einfach daran, dass wir eben das Thema nicht verkaufen müssen wirklich. Wir haben halt nicht den medialen Druck, sondern wir haben vielleicht uns mit Sozialstaatsfragen beschäftigt, sozialphilosophischen Fragen und haben halt einfach, so idealistisch kann man das dann glaube ich schon verstehen, einfach Lust, anderthalb Stunden mit ihm darüber zu diskutieren. Und das funktioniert offenbar und macht irgendwie doch dann den Unterschied. Genau. Ich komme zum Schluss. Ich würde trotzdem sagen, dass es schwierig ist. Es ist auch nicht so, dass jetzt irgendjemand auf uns gewartet hätte, das mal zu machen. Und wir sehen ja auch, wenn man nochmal den Blick weitet, dass diese digitale Öffentlichkeit, was diesen intellektuellen Diskurs angeht, nichts wirklich ersetzt. Also ich würde sagen, mit wenigen Ausnahmen, es gibt ein paar gute Projekte auch online, aber gerade in der Podcast-Welt findet sehr, sehr wenig statt. In sozialen Medien sowieso nicht. Und ich habe das Gefühl, wenn man diese Debatte will, kriegt man sie und man kriegt sie auch weiterhin, zum Beispiel in diesen Zeitschriften, zum Beispiel im Deutschlandfunk. Aber dort ist sie dann in diesem Silo drin. Und das heißt, gerade diese Chancen, die zum Beispiel hier im Podcast da sind, die bleiben ungenutzt. Und es ändert im Prinzip auch nicht viel. Und deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so einfach, da neu reinzugehen. Es ist mit jedem Gast wieder viele Mails hin und her, das zu erklären, wie das funktioniert, zu sagen, okay, hören Sie mal rein. Das machen die meisten trotzdem nicht, das wundert mich dann immer. Die hören da nicht rein, weil sie das, glaube ich, gar nicht verstehen. Die machen dann trotzdem mit uns gute Sendung, aber die kennen das einfach nicht. Selbst auch jüngere Leute, also jüngere heißt dann U30. Das heißt, da ist, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Und ich möchte auch die Podcast-Community, wenn ich sie mal ansprechen darf, dazu ermutigen, weil es natürlich gerade auch in der Podcast-Welt so eine gewisse Tendenz gibt, eher so, ja, wie das auch Communities richtig ist und, glaube ich, gar nicht anders sein kann und soll, eigene Räume zu schaffen. Trotzdem geht, glaube ich, was verloren, wenn man auch nicht den Kontakt zu anderen Räumen, die schon existieren, zum Beispiel diese Räume der öffentlichen Debatte irgendwie auch anzupieksen und gerade das, was an Debatte irgendwie schon stattfindet, zu sagen, okay, der hat heute Morgen irgendwie 5 Minuten was Cooles gesagt im Deutschlandfunk, lass doch einfach anrufen und mal 1,5 Stunden darüber sprechen. Das ist, glaube ich, möglich. Und damit habe ich im Prinzip auch schon gesagt, dass es eben doch so leicht ist. Also das haben wir erlebt, wenn man das dann gemacht hat und mit den Leuten spricht, dann findet man eigentlich keine Gegner. Auch das eine gute Erfahrung. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Dann ist, glaube ich, noch Raum für Fragen. Wenige Minuten. Dankeschön. Also meine Frage wäre schon auch gewesen, die kriegst du wahrscheinlich oft gestellt, an wen richtet ihr euch denn mit dem Podcast? Richtet ihr euch schon vor allem an Wissenschaftler, so wie ich das verstanden habe? Oder möchtet ihr auch Nicht-Wissenschaftler ansprechen? Also ich würde sagen, auch Nicht-Wissenschaftler, aber schon ein akademisches Publikum. Also das heißt, die Hürde ist da, wir wollen jetzt quasi nicht... es geht nicht um Massenpublikum, das möglichst zugänglich zu machen, sondern eben, wie gesagt, das, was glaube ich schon da ist an Debatten, also vielleicht eher in einem technischen Sinne nochmal zugänglich zu machen und so ein bisschen aus der Text und aus diesem großen gesetzten Aufsatz und so weiter rauszuholen. Ich denke, das kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf die Sendung an. Also wir sind da noch, glaube ich, ein bisschen heterogen. Manche haben auch ganz schlimme, schon philosophische Sendungen gehabt, die dann auch schwierig zu hören sind. Je nach Thema kann das, glaube ich, aber auch größere Öffentlichkeiten interessieren. Also gerade jetzt die Sendung über das Grundeinkommen, das wird gerade ja überall diskutiert und unserem Eindruck nach fast immer sehr, sehr oberflächlich und falsch in vielen Fällen diskutiert.
diskutiert, wo wir dann denken, wenn man das ein bisschen mal länger macht, ausführlich und auch nicht in so einem Konflikt, also in Massenmedien geht es meistens um einen Konflikt, die einen sind für Gegeneinkommen, für Grundeinkommen und die anderen sind gegen Grundeinkommen. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass bei solchen Themen das dann einfach eine sehr breite Öffentlichkeit auch interessiert. Aber tatsächlich würde ich auch sagen, wie gesagt, wir machen das jetzt ein Jahr, das ist noch so ein bisschen im Werden. Wir müssen da unser Publikum sicher auch noch finden. Gut, vielen Dank.